Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück in unserer Prehistoric Sanctuary UK. Beim letzten Mal haben wir wieder einige neue Dinosaurier freigelassen und diese haben wieder richtig tolle Namen von euch bekommen. Auch die beiden wunderschönen Camaras. Und das hier ist auch der letzte Baupart von diesem Projekt. Danach ist der Park fertig, dann wird es wahrscheinlich nochmal eine Folge geben, wo ich das Savegame für euch veröffentliche und wo ich dann nochmal eine Parktour mit euch machen werde. So mega groß ist der Park ja nicht geworden, aber das war mir ja eigentlich schon von Anfang an klar, weil die Insel halt auch von der Fläche her nicht so einfach zu bebauen ist und relativ begrenzt ist. Also die ist eher eine kleinere Karte. Und bei unserem nächsten Projekt werden wir uns dann auch mal was Größeres vornehmen, vielleicht eine Wüste. Ich glaube, ich mache da wahrscheinlich dann nochmal eine Abstimmung oder so auf dem Kanal, also dass ihr entscheiden könnt, was wir dann als nächstes Parkbauprojekt machen werden. Wenn ihr abonniert habt, seht ihr das sowieso. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne noch den Kanal abonnieren. Dann solltet ihr von dem nächsten Parkbauprojekt dann auch nichts mehr verpassen. Ich baue hier übrigens gerade eine zweite Lagune für den Park. Ich habe mich einfach dazu entschieden, weil ich nochmal Lust hatte auf einen weiteren Wassersaurier. Und ich finde immer, dass Lagunen von oben mega cool aussehen. Also das gibt dem Park immer irgendwie was ganz Besonderes. Ist natürlich auch so mit die coolste Neuigkeit oder Neuheit von Jurassic World Evolution 2. Also das ist so der mit der coolste Unterschied, den wir durch den zweiten Teil von JW bekommen haben. Und deshalb wollte ich natürlich in meinem ersten richtigen Parkbauprojekt damit nicht geizen und habe mich dazu entschieden, hier noch eine zweite unterzubringen. Und ich habe auch versucht, hier die Wegfarben so weit weiter durchzuziehen, dass ich hier dieses Rote habe, diese Luxuswege. Und dann das Ganze noch ein bisschen mit diesem Grau verfeinere, damit das nicht ganz so langweilig aussieht. Hier in der Mitte habe ich mich für so einen kleinen Wendekreis entschieden, weil ich da gerne in alle vier Richtungen einen Weg abführen wollte. Und ich fand es echt ganz schön, wenn man dann dort einen Kreis hat, wo man dann in die Mitte auch noch so ein bisschen das Ganze dekorieren kann. Und ich habe auch hier nochmal ein bisschen mit diesem Hellgrau drumherum gearbeitet. Jetzt noch mit dieser neuen Dekorationsmod in die freien Flächen ein paar Pflanzen platziert. Dabei habe ich jetzt mich eigentlich so ein bisschen für die erstbesten entschieden, weil das sind ja, glaube ich, mittlerweile über 600 Pflanzen, die man durch diese Mod bekommt. Ist übrigens auch unten in der Videobeschreibung verlinkt, die Mod. Ich weiß gar nicht, wie heißt die denn? Expanded Scenery, glaube ich. Und ja, ich wollte halt jetzt nicht 600 Pflanzen durchklicken, das wäre ein bisschen sehr langwierig dann geworden. Deswegen habe ich da die erstbesten Blumen genommen und das war dann auch, denke ich mal, ganz okay. Dann habe ich hier nochmal im Hintergrund so ein bisschen ein paar Bäume hingemacht, ein paar Felsen. Und hier vorne beim Hotel dachte ich mir noch, dass es ganz schön wäre, dort dann so eine kleine Fläche nochmal zu haben, wo dann die Besucher des Hotels auch nochmal sitzen können und vielleicht mal was essen können. Und jetzt habe ich angefangen, das Gehege schon mal so ein bisschen einzuzeichnen, damit ich so einen kleinen Grundriss bekomme. Und ich habe auch schon mal eine Gyrosphären-Tour hier geplant, weil die wollte ich ja auch gerne noch in den Park unterbringen. Und dann in den Zwischenräumen nochmal einige Gebäude, die ich dann auch vernünftig mit dem Weg hier nochmal verbinde. Und auch eine schöne Beobachtungsgalerie. Hier in die Ecke nochmal. Jetzt noch ein paar weitere passende Gebäude platziert, damit der Platz ein bisschen besser genutzt wird. Auf die Funktion der Gebäude habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geachtet. Hier ging es ja eher so ein bisschen um die Optik. Und ich habe auch fast nur Gebäude von dieser Wildlife, ich weiß gar nicht, wie die heißt, diese Wildlife-Firma auf jeden Fall genutzt. Fand ich nämlich vom Design ganz schön und die haben wir beim letzten Mal ja auch schon oft verwendet.
Auch hier habe ich nochmal diese Zwischenbereiche ausgefüllt mit Wegfläche. Und dann dort auch ein paar Sitzmöglichkeiten platziert. Und in die Mitte kam dann auch noch ein bisschen Dekoration mit Felsen. Und auch wieder ein paar Pflanzen. Ihr seht schon, das sind echt so viele Pflanzen, das ist echt krass. Und ich habe mich ja auch eigentlich wieder für die Erstbesten entschieden, muss ich sagen. Also da hätte es sicherlich noch bessere gegeben. Aber ja, ich war einfach zu faul. Das ist eigentlich der Grund, warum ich dann nicht komplett durchgeklickt habe und die perfekten Pflanzen rausgesucht habe. Hier bei dem letzten Weg, der jetzt noch nicht verbaut ist, hatte ich nochmal so eine schöne Anhöhung geplant mit einem Beobachtungsturm, damit man auch in den hinteren Teil des Geheges dann schauen kann. Und vor dem Turm habe ich dann noch einige Felsen platziert, weil ich dort ganz gerne auf den Zaun verzichten wollte. Ich hatte allerdings das Problem, dass diese Mod, die eigentlich die Baubegrenzung aufhebt, irgendwie nicht mehr vernünftig bei den Felsen funktioniert hat. Also ich konnte irgendwie keine Felsen mehr ineinander platzieren und dadurch musste ich halt hier leider immer so ein bisschen Abstand zwischen den Felsen lassen. Also keine Ahnung, warum das nicht mehr ging. Mit anderen Objekten ging es. Also ich konnte Gebäude in Gebäude platzieren, ging irgendwie nur nicht mehr bei den Felsen. Ich weiß echt nicht, woran es lag. Ich kann es leider aber auch nicht beheben, aber ich habe es dann einfach so gemacht und ich denke, das Ergebnis war dann auch eigentlich ganz okay. Dann musste ich natürlich auch noch den hinteren Bereich einmal mit einem unsichtbaren Zaun abstecken, damit dort die Dinosaurier nicht ausbrechen können. Und jetzt ging es als nächstes darum, die Gyros-Fernstrecke hier einzuzeichnen. Und jetzt habe ich das Ganze auch nochmal ein wenig mehr gestaltet mit Felsen, Büschen und mit dem Terrain-Tool natürlich. Ich wollte unbedingt so ein paar Anhöhungen noch haben und Absenkungen, wo dann zum Beispiel auch mal Wasser ist, damit das Ganze nicht so ebenerdig und langweilig aussieht. Hier an der einen Stelle habe ich sogar dann nochmal so einen kleinen Engpass gemacht mit Felsen, wo dann die Gyrosphäre auch durchfährt. Nochmal so als kleines Highlight von der Tour. Und ich habe dann auch nochmal so umgefallene Baumstämme rausgesucht, weil die finde ich auch immer echt cool für solche Gehege. Und ich habe dann auch versucht, diesen Bereich zwischen den beiden Touren ein wenig anzuheben und zu bewalden, damit man von der einen Seite nicht direkt auf die andere Seite rüber gucken kann, damit es halt immer noch so eine kleine Überraschung ist, wenn man dann auf die andere Seite kommt und dann dort auch was Neues zu Gesicht bekommt. Wäre ja langweilig, wenn man schon von der einen Seite alles sehen kann und dann ja genau weiß, was auf einen zukommt auf der anderen Seite.
In dieses Gehege kommen übrigens Pflanzenfresser rein. Welche das sind, werdet ihr dann gleich noch sehen. Und in dieses Gehege kommen drei Brachios mit dem wunderschönen Design von dem dritten Film. Den Skin finde ich mega cool. Sind übrigens gerade nur zwei. Aber ich werde gleich noch einen weiteren freilassen. Dann haben wir drei im Gehege. Cooler Skin, oder? Und dazu kommen auch noch vier Sinoceratopse. Auch mit einem wunderschönen Skin. Schön in grün. Da liegt ein Brachio. Also es sind jetzt drei Brachios und diese vier Sinoceratopse, die schon loslaufen. Oh, die muss ich jetzt aber schnell betäuben. Und in die Lagune kommen sechs Ichthys. Alle mit leicht verschiedenen Skins. Der eine ein bisschen heller, der andere ein bisschen dunkler. Der eine ein bisschen brauner, der andere grüner. Aber Ichthys passen hier, denke ich mal, von der Größe wirklich gut hinein. Ich glaube, 6 ist auch eine super Anzahl für diese wunderschöne Lagune. Und da kommen die letzten zwei Sinos. Dann sind hier alle gelandet. Und skintechnisch passen die auch jetzt schon mal sehr gut hier rein. Brachios sind auch schon da hinten. Blockieren da schon die Gyrosphären, so muss es sein. Oh, da im Wasser sind sie auch gerade. Machen sogar gerade eine Animation, glaube ich. Oh, das ist ja perfekt. Die Süßen. Dafür könnt ihr jetzt aber mal ein Like da lassen. Das sieht ja wunderschön aus. Ja, Leute. Damit ist unsere Prehistoric Sanctuary UK abgeschlossen. Ich hoffe, das Ganze hat euch eine Menge Freude gemacht. Falls ja, lasst ein Like da. Und schreibt auch gerne noch Namensvorschläge für die Dinosaurier der heutigen Folge in die Kommentare. Es wird noch eine weitere letzte Episode geben, wo wir dann nochmal eine finale Tour machen und wo ich euch dann auch das Savegame zur Verfügung stellen werde. Jetzt schauen wir uns aber nochmal an, was wir heute gebaut haben.